Servus, grüßt euch, hier ist euer Franz. Ich habe hier dieses Futterverkaufssilo, also kreiert von den Kraftfutter Müller GmbH. Und mir dachte, das ist ein toller Name, weil Müller geht ja immer. So, ich habe ja schon Futter drin, ich habe es ja natürlich jetzt getestet vorher, bevor ich dieses Video mache. Das habe ich erst vor kurzem jetzt gerade erst gebaut. Das ist für Leute, die was dieses Futterlager in ihre Map einbaut wollen. Natürlich ist es, wie es von mir gewohnt ist, nicht platzierbar, sondern ist mit den GE einzubauen. So, jetzt kaufen wir erstmal. Man sieht jetzt, es kostet mir anständig Kohle. Unten das Silo wird voll. Der Hänger füllt sich auch langsam. So. Und das ist für solche Leute, die was jetzt nicht immer Futter herstellen wollen, sondern auch Futter kaufen wollen, die was nicht ständig Mischfutter machen wollen. Ist auch mal eine Abwechslung, dass man das mal kaufen kann. Jetzt fahren wir hier in die Mast rein. Ich habe zwar noch keine Tiere, aber ein bisschen was gehört immer los. Weil das war jetzt nur zum Testen. Wie man sieht, es wird voll. Es funktioniert. Wenn euch dieses Video gefallen hat, natürlich mein Mod, dann macht's bitte einen Daumen nach oben bei den Videos so und so. Würde mich freuen. Weil es ist ja eine Panne. Natürlich, es gehört auch dazu zum Video. Mal schauen, wo kann ich jetzt abkippen? Hier kann ich abkippen. Aber hier geht es jetzt nicht abkippen. Naja, das liegt an der Map, das liegt hier an dem Futter. Naja, ist jetzt egal. Ich wollte euch das zeigen. Funktionieren tut's. Wenn, wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, dann einen Daumen nach oben. Hiermit sage ich Servus, grüßt euch, euer Franz.